das ist jetzt schon der zweite Anlauf zu einem Video und ich hoffe, der wird jetzt auch fertig. Was will ich hier euch zeigen? Ich möchte eine Windows ISO erstellen, die ohne diese blöden Apps daherkommt. Also, was meine ich mit Apps? Ja, es sieht ja nach einer frischen Windows-Installation immer so ein bisschen aus, als wenn man hier im Casino gelandet. Und man muss jetzt eigentlich hergehen und diese ganzen Apps deinstallieren. Ich habe mir aber gedacht, das wäre doch schön, wenn man das gleich gar nicht mit installiert. Ich habe jetzt mir mal einen Weg rausgesucht, wie man das machen kann. Als erstes bin ich hier auf der Windows-Seite und hier kann man dieses Media Creation Tool herunterladen. Das breche ich aber mal ab. Das könnt ihr dann auch machen. Ich habe es hier schon mal installiert. Und das erste ist im Grunde, wir führen das aus und laden uns eine ISO-Datei runter. Ich werde jetzt während dieses Videos relativ häufig schneiden müssen. Das hat damit zu tun, dass hier jetzt zum Beispiel längere Wartezeiten drin sind. Also hier macht er jetzt a few things ready. Der braucht jetzt ein paar Minuten und ich schneide wieder und dann ja, laden wir das ISO runter. So, als erstes sollen wir hier ein paar Lizenzen akzeptieren, bla bla bla, einfach accept. So, als nächstes werden wir gefragt, was wir eigentlich machen wollen. Und ich will nicht diesen PC upgraden, sondern ich will ein Installationsmedium mit einer ISO-Datei erstellen. Deshalb nehme ich hier den zweiten Punkt und gehe auf Next. Und ja, jetzt kann ich das entweder so lassen oder ich kann ja rauswählen, was ich möchte. 64-Bit ist richtig, Windows 10 ist auch richtig und Deutsch, ja, ist in dem Fall auch richtig. Hier sage ich dann ISO-File. Jetzt fragt er mich, wo er die hinspeichern soll. Ich speichere die mal tatsächlich unter Dokumente. Und jetzt lädt er die runter. Das kann jetzt einen Moment dauern. So, wie wir jetzt sehen, ist das Windows ISO runtergeladen. Hier steht nochmal der Pfad. Ich gehe hier auf Finish. Der räumt sich dann noch so ein bisschen auf, aber das ist uns egal. Ich gehe jetzt mal zurück unter Dokumente und hier habe ich dann die Windows ISO liegen. Hier mache ich jetzt einen Rechtsklick drauf und ich habe schon mal 7-Zip installiert. Das ist ein Entzipper. Den könnt ihr euch gerne auch installieren. Link dazu in der Videobeschreibung. Wie man den installiert, das zeige ich euch jetzt nicht, kriegt ihr aber bestimmt hin. Hier sage ich jetzt mal Extract to Windows. Da macht er dann einen schönen Unterordner auf. Und hier kann ich dann draufgehen. Ich kriege zwar eine tolle Fehlermeldung, aber ich hoffe mal, dass das dann kein Problem ist. Ist auch nur eine Warning. So, das lasse ich jetzt entpacken. Und da ihr ja eh nichts zu tun habt, könnt ihr dazu gucken. Nein, Spaß, ich schneide natürlich weg. So, wie versprochen, habe ich jetzt hier an der Stelle geschnitten. Entpacken ist erfolgreich mit einer kleinen Warnung. So, ich habe jetzt mal eine Anleitung im Hintergrund offen. Die könnt ihr euch natürlich auch aus der Videobeschreibung holen. Und die haben im Grunde auch erstmal das entpackt. Und wir müssen jetzt nach dieser Install-ESD-Datei einmal suchen. Die findet man hier in Sources und dort gibt es dann diese Install-ESD-Datei. Da mache ich mal Steuerung X drauf, das heißt ausschneiden und lege die einfach mal hier in den Dokumentenordner rein. Also einfach mal separiert. So, und jetzt kopiere ich mir hier diesen Befehl raus und mache mal die Command Prompt auf. Mache einen Rechtsklick drauf. Aus Gewohnheit führe ich die immer als Administrator aus, bestätige das. Und hier sage ich dann cdc:// und jetzt gehe ich in mein Dokumentenverzeichnis. Das ist halt Users, Useful Vid und nein, Documents, genau. Und jetzt kann ich hier mir mit dir mal anzeigen lassen, was hier liegt. Und dann sehe ich hier meine Install-ESD. Entsprechend kann ich jetzt hier diesen Befehl einfach einfügen mit dem Rechtsklick. Und jetzt zeigt er mir an, welche ja, Systeme da drauf sind. Also zum Beispiel Windows 10 Education, Windows 10 Pro und so weiter. Mich interessiert jetzt nur der Index 5, also Windows 10 Pro. Ich gehe hier einfach mal weiter. Hier steht jetzt, das kann man mit, er hat jetzt hier Index 1 genommen. Das ändere ich natürlich ab auf Index 5. Also hier nochmal einfügen, hier 5 reinschreiben. Und dann klaue ich mir das hier einfach wieder. So, jetzt hat er hier ein Leerzeichen, glaube ich, vergessen. Das machen wir noch rein. So, also so sieht dann mein Befehl aus, weil ich halt Index 5 hier mit Windows 10 Pro ausgewählt habe. So, dann lassen wir den mal laufen. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen runter. Step 3, Vim. Wir warten jetzt hier, bis der Prozess 100% hat. Und natürlich schneide ich euch hier wieder. So, der Prozess ist jetzt abgeschlossen, 100%. Was heißt das? Naja, die ESD-Datei wurde in eine WIM-Datei, in eine bearbeitbare Datei umgewandelt. Die ist auch ein bisschen größer, denn EST ist wohl komprimiert. So, was wollen wir jetzt machen? Wir wollen ja die Apps draus entfernen. Dazu brauche ich ein weiteres Programm, das nennt sich Removing Apps oder sowas. Hier bei TechNet findet man das, bei Microsoft TechNet.
Habe ich euch natürlich verlinkt. Hier einfach auf Download klicken, diese ZIP runterladen, diese ZIP dann entpacken und am Ende hat man dann diesen Ordner Removing Apps 1.3 mit einem PowerShell-Skript drin. Und das interessiert uns jetzt auch. Wir wollen ja hier unsere beziehungsweise Vim-Datei, die wollen wir ja bearbeiten. Und deshalb mache ich PowerShell auch einmal auf, starte hier meine Casino-Ansicht wieder, gebe einmal PowerShell ein, mache einen Rechtsklick da drauf und starte die als Administrator. Das bestätige ich jetzt nochmal. Jetzt sollten wir als erstes noch erlauben, dass Skripte gestartet werden. Habe ich euch auch in die Videobeschreibung verlinkt. Das Kommando ist set execution policy remote signed. Nachher setzen wir die auch wieder auf restricted zurück, wenn wir das ausgeführt haben. Immer darauf achten, dass euer Antivirus aus ist und hier einfach mal mit Y und Yes bestätigen. Und jetzt gehen wir in den Ordner, wo dieses Removing Apps liegt. Ich kopiere mir das hier immer raus. Jetzt habe ich hier aber Leerzeichen drin, deshalb muss ich jetzt beim CD Anführungszeichen setzen, Rechtsklick einfügen, zack. Jetzt bin ich da drin. Und wie führe ich das jetzt genau aus? Das ist im Grunde hier beschrieben. Es gibt zwei Möglichkeiten, soweit ich das überblickt habe. Man kann also Select Apps auswählen. Das bedeutet, man kann die Apps einzeln entscheiden, ob man die entfernen möchte oder ob man die da lassen möchte. Da ich aber die Apps irgendwie nie benutze, wäre ich mal so frech und würde einfach nur diesen ersten Befehl hier, wäre als im Example hier steht drin, benutzen, einfach den Pfad zur Vim-Datei angeben und hoffen, dass dann alle Apps weg sind. Ich bin ja jetzt hier drin, das passt soweit. Jetzt brauche ich den Pfad zur Vim-Datei, dazu gehe ich nochmal unter Dokumente, wo unsere Vim-Datei liegt. Da mache ich einen Rechtsklick drauf und halte die Shift, also die Großschreibtaste gedrückt und dann bekomme ich die Option Copy as Path, also im Deutschen als Pfad kopieren. Das heißt, ich kopiere euch nicht, aber ich schreibe mir diesen Befehl hier ab und zwar Remove Apps. Wenn ihr hier Tab drückt, dann habt ihr so ein Auto vervollständigen, also deshalb geht das hier immer so schnell. Und dann gibt es hier Path to Vim als Parameter. Mache ich jetzt diesen Rechtsklick, habe ich ja kopiert, ist schon in Anführungszeichen, sehr schön und würde einfach mal Enter drücken. Das dauert jetzt auch wieder eine ganze Weile, der mountet das jetzt und geht jetzt langsam die Apps durch und entfernt die. Und da ich in meinem Leben vorher Friseur war, schneide ich euch das auch wieder. So, jetzt hat er das Image gemountet und jetzt fängt er an, die Apps Stück für Stück zu entfernen. Die listet er uns hier jetzt im Output auch ganz bequem auf. So, die Apps hat er jetzt alle entfernt. Jetzt muss er noch ein Dismount machen von diesem Image, dass wir es wieder verwenden können. Auch das dauert ein bisschen und deshalb schneide ich das hier. So, jetzt sind wir damit durch. Jetzt haben wir quasi die fertige Vim-Datei. Alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist die Vim-Datei zu nehmen, die wir jetzt hier auch im Dokumente-Ordner haben und zurückzukopieren, wo wir die ESD eigentlich her hatten. Dazu drücke ich hier mal wieder STRG X, dass ich euch die nicht doppelt haben will. Gehe hier in den Windows-Ordner, das war ja das entpackte Image und hier unter Sources kann ich die reinkopieren. Jetzt würde ich aber noch darauf achten, dass wir nicht Install ESD und Vim nebeneinander liegen haben, aber ich habe hier nur eine Vim, also alles bestens. Was wir jetzt noch machen müssen ist, ich muss aus diesem Ordner jetzt ja wieder, oder aus dem Windows-Ordner, ein bootbares Image machen. Ja, mir ist nichts Besseres eingefallen, als dazu ImageBurn zu verwenden. Das habe ich hier schon mal installiert. Link bekommt ihr auch in der Videobeschreibung. Das ist zwar uralt, aber irgendwie immer noch toll zu benutzen und erfüllt hier auch unsere Anforderungen. Was wir machen müssen, ist Create Image from File und Folders. Und jetzt würde ich als Source mal einfach diesen Windows-Ordner hier reingeben. Da jetzt hier ein paar Spezialsachen einfach gemacht werden müssen, gehe ich mal auf eine Webseite, die habe ich mir hier schon vorbereitet im Notepad. Und zwar die hier, die habt ihr natürlich alle in der Videobeschreibung, also könnt ihr da alles nochmal genau nachgucken. So, dann gehe ich mal ein bisschen runter und gucke mir da an, was er tut. Also Create Image File from Folders, das haben die auch gemacht. Now in the Source Selection Browse to a Folder, bla bla bla, genau das haben wir ja auch schon gemacht. Also wir haben ja als Source jetzt den Ordner angegeben, der liegt hier drin. Und jetzt wird es hier ein bisschen spannend, denn wir müssen ja dem irgendwie mitgeben, dass er es bootbar machen soll. So, und was sagen sie da? Man soll hier auf Advanced gehen und auf Bootable Disk. Choose Emulation Type as None. Dazu müssen wir aber erstmal hier den Haken setzen. Gut, das None ist ja schon hier drin. Was haben wir noch? Advent Type 8 in the Box. Okay, die Plattform-ID, die haben wir ja schon. Und das Boot-Image.
Warum soll ich hier? Okay. Ich schätze mal eher, dass ich hier das Boot-Image erstmal selektieren muss. Und zwar die etfsboot.com und bin ja schon in Windows hier drin. Hier gibt es den Ordner Boot und hier gibt es auch diese Datei. Also okay, dann passt das. Und was geht's weiter? Developer-ID, das lassen Sie leer. Und Segment, mal schauen, ob er da was drin hat. Das hat er auch so drin. Und Sectors to Load 8, hat er das da mit diesen 8 gemeint? Ja, Sectors to Load, genau. Also ich hoffe mal, dass das passt, weil ja, die Anleitung ist zwar für Windows 8, ich hoffe mal, dass das dann auch für 10 so funktioniert. Finally, click Build and wait the tool to process the ISO-Folder. Genau, okay, also dann sind wir doch hier schon mal soweit fertig. Extract Local Boot Image auf C, meinetwegen. Und die Destination sollen wir noch festlegen. Das nenne ich jetzt Windows-Clean und lege das auch unter Dokumente. Und speichere das und klicke hier auf diesen Button. Das würde ich jetzt einfach mal mit Yes bestätigen. Ich habe aber keine Ahnung, was er will. UDF. Ja. Your Image Contents install WIM-File in Visual Studio Directory is going to. Ja, da hat er recht, genau, er hat das richtig erkannt. Von daher sagen wir da ja. Confirm Volume Label, ja, Windows ist doch okay, und das sage ich auch nochmal Yes. Und auch da sage ich nochmal okay. Und jetzt lassen wir den die Image-File schreiben. Und dreimal dürft ihr raten, was ich jetzt mache. So, das ging jetzt recht flott. Also die ISO-Datei ist angeblich geschrieben. Ich bestätige das mal mit OK hier. Und hüpf mal in den Dokumentenordner, da sollte ja jetzt die Windows Clean ISO liegen. Das ist auch tatsächlich der Fall. Die ist übrigens größer natürlich als diese ISO, die wir vorher hatten, weil wir jetzt ja ein WIM-Image und nicht mehr diese ESD-Datei haben. So, im Grunde sind wir jetzt schon fertig, aber ich will natürlich mit euch zusammen sehen, ob das, was ich hier gemacht habe, auch überhaupt funktioniert. Deshalb kopiere ich mir das Ding jetzt mal und lege das auf einen Netzwerkpfad. Mal gucken, ob er mich das lässt. So, ja, das hat funktioniert und hier füge ich jetzt eben mal die Datei ein. Warum ich das mache? Naja, ich will jetzt einfach von diesem Image mal in eine VM installieren und sehen, erstens, ob dann die ganzen Apps dann fehlen, ob die Installation klappt und dann will ich auch sehen, ob man vielleicht diese Apps, wenn man die denn wieder haben will, auch installieren kann. So, jetzt bin ich in meinem VMware Player, habe hier mal unsere Windows 10 CD, die wir gerade erstellt haben, ausgewählt. Betriebssystem kann ich nicht erkennen, hatte ich beim alten auch schon. Hier lasse ich Windows 10 eingestellt und gehe auf Next. Und das nenne ich mal Clean, dass ich es dann auch schön unterscheiden kann. Next. 50 reichen auch, brauche nicht so viel. So. Ja, und ja, wir wollen ja nur gucken, ob es prinzipiell funktioniert. Allerdings würde ich dem ein bisschen mehr CPU geben. Ich weiß nämlich aus Erfahrung, dass er dem zu wenig gibt und auch ein bisschen mehr RAM, irgend sowas hier. So, sonst braucht die Installation ewig. Klicke hier auf Finish. So, jetzt habe ich hier schon mal den Eintrag. Sag hier Play Virtual Machine. Sehr gut ist schon mal, dass überhaupt irgendwas mit einem Windows-Logo bootet. Da haben wir wohl bei der Boot-Dateierstellung nicht so viel falsch gemacht. So, hier lasse ich jetzt einfach mal alles auf Deutsch eingestellt. Gehe auf Weiter. Jetzt installieren. Hier sage ich dann, ich habe keinen Product Key. Akzeptiere die Lizenzbedingungen. Und nehme hier unten Benutzer definiert. Und hier habe ich jetzt den nicht zugewiesenen Speicherplatz. Den wähle ich aus und gehe auf Weiter. Und jetzt warten wir mal die Installation ab. So, jetzt ist die Installation erstmal soweit rum. Damit Zini die Fresse hält, kann ich hier einfach auf das Mikrofon klicken und ich hoffe, der verschwindet dann. Jawohl. Ja, ich mache das jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ja, Region ist Deutschland. So, ja, das Ding ist jetzt installiert, was jetzt natürlich total dämlich ist. Die Apps sind zwar weg,
Aber natürlich hat er hier die ganzen Verknüpfungen noch dran. Und ja, diese Klickorgie am Anfang von so einer PC-Installation, die habe ich jetzt also als Strafarbeit wieder. Finde ich aber alle ein bisschen schöner, als wenn die da wären, schlicht und ergreifend deshalb, weil es ja auch Apps gibt, die ich gar nicht entfernen kann, die jetzt nicht installiert sind. Jetzt wäre ja meine Quizfrage gewesen, wenn ich die Apps denn jetzt haben will oder einzelne davon, kann ich die denn wieder bekommen? Und das sieht ganz gut aus. Ich werde mich da jetzt nicht anmelden, aber da ja der Microsoft App Store prinzipiell erstmal funktioniert, würde ich davon ausgehen, dass man die auch wieder installieren kann. Also der will jetzt wahrscheinlich eine Anmeldung von mir, bevor ich da irgendwas installieren kann. Ich versuche es mal hier mit dem VLC-Player zum Beispiel. Genau, da will er die Anmeldung. Das mache ich jetzt nicht. Aber prinzipiell denke ich, sollte das funktionieren. Zur Sicherheit habe ich auch noch mal eine Seite in die Videobeschreibung gepackt, die im Detail erläutert, wie man ja, die Apps alle wiederherstellen kann. Wenn man das jetzt nicht wollte, dass die quasi alle weg sind. Aber so finde ich das doch eigentlich ganz gut. Da ist jetzt wirklich nichts dran, was einen stört. Und man muss hier nur die Icons entfernen. Und das war's dann soweit.